Suzanne Somers ist im Oktober mit 76 Jahren verstorben, wie unter anderem People berichtet. Suzanne Somers ist in den frühen Morgenstunden des 15. Oktober friedlich zu Hause verstorben. Sie überlebte über 23 Jahre lang eine aggressive Form von Brustkrebs, heißt es in dem Statement. Sie war unter anderem bekannt für ihre Rollen in Eine starke Familie und Herzbube mit zwei Damen. Besonders tragisch, Somers starb nur einen Tag vor ihrem 77. Geburtstag.